Herzlich willkommen, meine Freunde. Da sind wir wieder. Ich bin's, euer Crimson. Wir stehen nach wie vor noch im Lucky Casino mit Deputy, mit diesem Deputy hier. Ja, Deppen. Und wollen die Pulverbanditen ausräuchern im Prim. Und ich würde meinen, das werden wir jetzt mal angehen. So, jetzt gehen wir erstmal schön hier die Treppen hoch. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier oben alles einzeln ausräuchern, habe ich das Gefühl. Oh, finster. Na, reicht schon? Nö, es reicht mir noch nicht. Halt. Mitnehmen. Es ist doch ein Müh finster hier drin. Aber selber schuld, wenn man eine Lichtmod draufhaut. Rattenfleisch. Na? Gar kein Thema. Oh ja. Right away. Oh, sehr schön. Und ist da leer. Staubsaugermodul. Okay. Brauchen wir nicht. Lass mal überall Licht einschalten, wenn wir welches finden. Ist doch sehr finster. Guten Abend. Wie, guten Abend? Okay, das sind mehrere Verbrecher. Lass mal hier die Zimmer durch. Na los! Ein Schuss wär's gewesen. Der knallt hier drauf wie ein Wahnsinniger. Suchen, oh, Munition, Cola, ja. Der Miet. Und, alle ab. Hier drüben! Hat er jetzt geschossen? Na los! Ich darf doch bitten. Oh. Ich hoffe doch sehr, dieses Mal. Ich hoffe bloß, dass ich sie nicht benutzen muss. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Stimpack geben und so. Ich hoffe, dass der Typ nicht hier abkratzt. Lass. Oder? Ja, warte mal lieber hier. Das mache ich dann doch lieber selber. Ich habe Angst, dass der Typ das verkackt. Und dann stirbt und ich die ganze Mission nochmal neu machen muss. Wer ist da? Na los! Komm her! Oh nein, hat die getötet. Jetzt hab ich dich! Na los! Scheiße. Der Deputy ist tot. Nun ja, was soll's. Vielleicht bin ich nur schreckhaft. Dann ist er halt ops. Soll uns nicht aufhalten. Wir sind frohen Mutes und stark genug, um den ganzen Pulverbandit mit einmal aufzunehmen. Ich denke mal, wir können die einfach locker über den Haufen ballern. Auch ohne unseren ach so tollen Deputy. Oha. Jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Gab doch von uns irgendwo Dynamit. So. Na los. Boom! Hat gereicht. Der Typ ist ein bisschen
Bein los gerade. Kriegskleidung, nein. Das ist ja ein riesiges Hotel hier. Wahnsinn. Zurück nach Prim wollen wir auch nicht. Oh, der liegt da auch schon länger. Expressbrief. Ah, da geht's nicht weiter. Zack. Oh. In dem Koffer ist Jet toll. Oh, Psycho. Oh, Psycho, je nachdem. Was zur Hölle? Okay. Fuck. Die Leute haben sich damals einfach den gedacht, DW, das war's. Und sich den Gnadenschuss gegeben. Kann ich gut nachvollziehen, wenn ich wüsste, dass die Welt, meine Welt vorm Ende steht, würde ich mir glaube ich auch den letzten Schuss setzen. So, hier geht's hoch. Überall Zigaretten. Zack. Kleiner Sprung. Rüstungskoffer. Nichts, was uns weiterhilft. Ah. Zack. Gucken wir mal, was wir hier oben noch Feines entdecken können. Ich glaube, was Gegner antrifft, haben wir schon alles durch. Na, hier liegt nichts. Jo, hier geht es tatsächlich nicht wirklich großartig weiter. Tatsache, das war's. Whisky hält sich zum Glück ewig und 3 Tage. Light Switch. Was in der Kommode? Nee. Nö, du. Ich glaube, wir haben jetzt alle Pulverbanditen verscheucht, vertrieben und erschossen. Hier ist echt nichts mehr. Nö, dann gehen wir wieder raus. Gehen wir mal das andere Gebäude, das gegenüber lag, und untersuchen da mal nach Überlebenden. Müsste man erstmal den Weg runterfinden. Sag mal, bin ich denn jetzt zu blöd, den Weg zu finden? Ah, hier. Da jetzt raus. Oder auch nicht. Ach nee. Ja, hier. Richtig. Terminal leicht. Ach, das haben wir gar nicht gemacht. Stimmt, hacken geht ja auch. Oh nee, das wollte ich jetzt mit diesen Wörtern finden. Oh. Ich glaube, in Fallout New Vegas war das ziemlich easy. Da konnte man, einfach bis zur 3 machen, rausgehen und dann 9. 2 sind korrekt. 1 ist korrekt. Gucken, haben wir Glück. Geht das gleich nochmal? Ja, jetzt müssen wir warten, bis das alles eingetippt ist. Ich bin ja verdammt gut in solchen Dingen. Also 0.
So, meine Freunde, wir haben es entriegelt. Oh, nach x Versuchen habe ich es jetzt geschafft. Die Tür ist offen. Hey! Oh, hey. Hier ist ja nun wirklich nichts Großartiges. Eine Lunchbox, eine Mundharmonika. Kaugummi? Kaugummi? Kaugummi ist immer gut. Kaugummi ist immer gut. Da ist ein Schlüssel. Da ist noch ein Hackhammer, Handschuh, ja. Was ist das? Ja, um mitnehmen. Alles, was kein Gewicht hat. Ah, scheiße. Oh, Dietrich, 50. Blutpaket auch wichtig. Kühlschrank. Oh, alles mitnehmen. Na gut. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schlüssel. Ich hoffe mal, dass der Schlüssel für das Warenhaus ist. Oder neben dem Shop, was da war. Die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Haben wir Glück? Ja! Wahnsinn! Da legt es dich nieder. Super. Das hat mir null gebracht. Scheiße. Oh, ich dachte, jetzt gibt's da übelst geilen Loot, aber hier gibt's nur. Das war einfach nur Crap. Mist. Na gut. Sehen wir zu, dass wir aus dem Gebäude rauskommen. Und zack, drüber. Und raus. Boah, es ist finsterste Nacht in dem Spiel. Aber zum Glück müssen wir nur ein kleines Stück gehen. Boah, die Nacht ist ja wirklich hier äußerst finster. Auch noch den Eingang. Ah, hier. Und rein, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was Sie nach Prim geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Ich bin gerade angekommen, das nenne ich ja mal eine freundliche Begrüßung. Wer sind Sie? Der Deputy ist gestorben. Scheint, als müssten Sie uns einen neuen Gesetzeshüter finden. Reden Sie mal mit den RNK-Soldaten auf der anderen Seite der Brücke. Hab auch gehört, dass die Pulverräuber einen gefangenen Ex-Sheriff erwähnten. Okay. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Roboter. Ich habe ein paar Fragen über Prim. Was ist im Prims Leben? Daran habe ich noch nie gedacht. Wenn man ihn richtig programmiert, könnte er wohl auch als Sheriff dienen. Okay, warum nehmen Sie... Ach, Banditen, Räuber, das hört sich für mich alles nach Schwierigkeiten an. True Story, man. Nee, ich will keine Karawane spielen. Ich frage Sie einen Roboter. Das kaputte alte Ding? Was wollen Sie denn wissen? Wo Sie herkommen? Was soll das? Deswegen... Wie ist er gekommen? Ein Kurier hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Mhm. Sie können es gerne versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Nowak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Nein, willst du nicht. Keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Ich habe sonst nichts weiter vor. Ich will ihn nicht zum Schrottplatz bringen. Ich weiß, was das für, eine tolle Figur ist. Oder für ein toller NPC. Was für ein... Wieder! Okay. Howdy. Howdy, Partner. Willkommen im... Bla bla bla. Wissenschaft Trimslim umprogrammieren, damit der schon Sheriff wird. Nö, mit dem Wissenschaft. Strafverfolgungsprotokolle wiederhergestellt, Partner. Initialisiere Genehmigung von Gewalt. Genehmigung gefunden. Hiha! Sehr schön. Okay. Nee, mit dem möchte ich nicht reden.
Yippie, haben wir es geschafft. Sind wir wieder ein Stück weiter vor uns. So, Energiewaffe, Nahkampf, Medizin brauchen wir auch nicht. Sprache. Sprache mal 45, haben noch weitere 5 Punkte. Reparatur. Machen wir Reparatur auf 30. Immer noch 4 Punkte zu verteilen. Ja, gehen wir mal ein Feicht. So, Prim hat einen neuen Sheriff. Howdy. Howdy. Okay. Ist auch nicht viel los, so wie es ausscheint. Ah, safe können wir nicht plündern. Das sind ganz viele Saves. Irgendwie will ich die alle plündern. Howdy. Geh weg. Nein. Das geht nicht. Oh. Verflucht. Es wäre viel zu schön gewesen, jetzt die ganzen Dinger da zu plündern. Die Karre ist auch geil, die hier steht. Weitergehen. Oh, die Laterne ist ein bisschen umgeknickt. Gucken wir mal auf unsere Aufgaben. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Lokale Karte. Theoretisch noch ein Stück weiter. Das heißt hier unten lang. Also irgendwie wäre das jetzt hier. Genau hier. Hier ist nichts. Reden wir nochmal mit dem alten Sack da. Howdy. Howdy. Hallo auch. Nee. Aufstehen. Komm. Jawohl. Hab gehört, wir verdanken es Ihnen, dass hier wieder Ordnung herrscht. Alle Achtung. Bitte, bitte. Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren im Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Okay. Klingt schon mal interessanter. Was verkaufen Sie erstmal? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Wir haben sicher eine Menge Spittel, den wir nicht brauchen. Vorkriegsgeld. Turbo. Kann auch weg. Getränkeglas. Nee. Scotch. Schadenstärke, Intelligenz, minus 1 weg. Nein, die behalten wir. Ja, sorry für das Motorrad, was gerade draußen lang fährt. By the way, behalten wir auch. Plasmakanone behalten wir auch. Weg. Nudeln behalten wir auch. Okay. Nein. Kann eigentlich weg. Laserpistol, ja, die ist so schwach. Weg. Kaugummi, nein, behalten wir auch. Munition, Jets, einfach nur eklig. Hydra, Körperteil wieder erstellen, nein, behalten wir. Heilpulver behalten wir auch. Weg. Grilltes Steak. Brennstoff, weg. Cocktails, die ganzen 9mm Pistolen hier. Das ist doch ein bisschen übertrieben mit den Dingern. Ich habe jetzt aber nicht die verkauft, die ich ausgerüstet habe, oder? Die extrem gute. Nee. Die sollten wir nicht verkaufen. Jetzt gehen wir drüber. So, 10mm Maschinenpistole.
9mm Maschinenpistolen, Verzeihung. Nö, das können wir so lassen, wir brauchen aber... Ich will unbedingt diesen Revolver spielen, diese Magnum. Patron. Teil. Cold. Ach so, das ist eher mit einem Holz. Ja, ganz viel, bitte, danke. Wissenschaft plus 10. Oh, ne MP-Rex. Sehr geile Waffe. Energiewaffen plus 10. Gut, der Mann hat nichts für uns, Kollege. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Würde gern. Ich bin auch Kurier des Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe mein Paket verloren. Ich hätte es ausliefern sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Lieferschein zeigen. Was können Sie mir über diesen Auftrag sagen? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Okay, erzählen Sie mir von dem Auftrag. Man hat den Chip geklaut. Ein Mann mit einem klarierten Anzug. Eins. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Okay, ein Cowboy-Roboter. Nein, einen anderen. Der war größer. Hatte ein Gesicht auf einem Bildschirm und hat eher so wie Sie und ich geredet. Oha. Unser guter Viktor? Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Dieser Mann hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich den... Da hätte Ihnen Deputy Beagle am besten weiterhelfen können, bevor ihn sein tragisches Ende ereilte. Shit. Er hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind, und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht können Sie ja seine Aufzeichnungen auftreiben und finden dort etwas, das Ihnen weiterhilft. Okay. Lassen Sie sich nicht abknallen! Scherzkeks. Okay, die Aufzeichnung, muss man überlegen, die hatten wir, glaube ich, schon. Warum ist das teilweise in Englisch? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Die Pulverbanditen haben heute Besuchung bekommen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Diese kernharten Kerle müssen Großkarne sein. Ich erkenne sie an den komischen Helmen und den Lederwesten, von denen ich gehört habe. Was sie wohl mit dem adretten Gentleman in dem karierten Anzug zu tun haben. So eine Anzüglichkeit würde mir auch gefallen. Sie reden davon, nach Süden zu gehen, in Richtung Nipton und dann weiter nach Westen, nach Novak, wo sie jemanden treffen wollen. Ich könnte Ihnen, vermute ich, mutlich folgen, wenn nötig. Aber Prim braucht mich, sonst sorgt hier niemand für Ordnung. Oh, ich glaube, Sie haben mich entdeckt. Sagt er. Anweisung, Lieferschein, bla. Gut, das sind die Pakete. Gut, da haben wir jetzt, glaube ich, eine neue Aufgabe bekommen. Ed. Nein, ich will Ed nicht zum Schrottplatz fahren. Übernimmt einen Novak-Reisen. Die Männer finden. Was haben wir denn noch so? Hier sind die ganzen Sachen, die noch. Das sind die ganzen DLCs hier. Hatten wir jetzt schon 45 in Ruhe lassen? Hatten wir jetzt 45 schon erreicht? Ich
Wissenschaft. Wir sollten das sogar schon haben. Nee, ach, uns fehlt eins. Och, nö. Der hat doch ein Buch für Wissenschaft. Steh mal auf. Ah, wir wollen unseren Ed noch. Ja. Hallo! Howdy. Du hattest ein Buch, du hattest ein Buch, du hattest ein Buch. Ja, genau das. Danke. Tschüss. Danke. Bitte. Schlaf gut. Träum was Süßes. So, halt. Nein. Aha. Mensch, wenn man sich ständig nicht verdrücken würde. Immer wenn man, wenn es schnell gehen soll. Da. So, Wissenschaft. Shit. Nein. Okay. Mit Ersatzteilen reparieren. Nur wenige scheinen noch voll funktionsfähig zu sein, aber oder? Also okay, wir brauchen Reparaturen noch mindestens von 45 mit Ersatzteilen. Drei Altmetall, zwei Sensormodule und etwas Elektroschrott. Okay. Danach müssen wir ausschalten. Es ist immer noch wahnsinnig finster hier. Wir gucken erstmal. Also man kann ja bloß eine Quest aktivieren. Wir sollten jetzt theoretisch danach gehen, nach Nipton. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Oben ist der Schrottplatz. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir werden erstmal die Pulverbanditen ein bisschen aufmischen. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Oha, hier ist finster. So. Die Pulverbanditen befinden sich da. Möchten Sie die Markierung verschieben? Gut. Und wie es jetzt weitergeht, wie wir die Pulverbanditen besiegen, oder ob wir sie besiegen, ob wir uns mit denen vereinen. Ich gucke euch hier, okay. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und zwar heißt die Folge dann JVA. Und ich denke mal, wir sehen uns da wieder. Denkt dran. Liken, teilen, Kommentare da lassen, wie ihr lustig seid. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Crimson. See ya.